herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher. Jawohl. Wir haben uns jetzt ein paar Bücher gekauft. Und die sollten wir vielleicht auch mal lesen, bevor wir dann eine Kneipe suchen mit einer Kiste, wo wir die Bücher, die gelesenen, dann auch reinpacken können. So, serkanische Inseln und serikanische Insekten und anderes Ungeziefer, Marco Knopf. Serikanien, die Heimat des giftigen Basilisken, hat noch andere, gleichermaßen abscheuliche Kreaturen hervorgebracht. Dazu gehören gefleckte Spinnen, die so groß sind, dass sie Elefanten in ihren Netzen fangen, und die nicht weniger schreckliche Tsetsefliege. Diese Fliegen sind besonders abstoßend, da sie Eier im menschlichen Körper ablegen, deren Larven im Kopf des Wirtskörpers heranreifen. Das Gehirn des Opfers dient ihnen als Nahrung, und wenn die Larven reif sind und zu Fliegen werden, verlassen sie den Körper durch die Augenhöhlen, nachdem sie zuvor die Augäpfel verschlungen haben. Dieses und anderes Ungeziefer existiert mit weit entferntem Lande Serkanien. Zum Glück können wir ähnliche widerwärtige Kreaturen in den nördlichen Königreichen nicht. Okay, da haben wir einen Ort gelernt. Oder kennengelernt. Die Alchemie Serikaniens. Das Buch enthält Formeln für König und Königinnen. Nach der Detonation werden Gegner durch die Bombe auf magische Weise mit Furcht erfüllt. Zinnfriedöl. Der verwundete Gegner verspürt starke Schmerzen. Das klingt doch gut. Drachentraum. Das Buch enthält die Formel für einen Sprengkörper. Drachentraum. Nach der Detonation setzt die Bombe eine Wolke explosiven Gases frei. Also, wie beim Furzen. Ornithosaurus. Das Buch enthält Informationen über weibliche und männliche Weibern sowie über Gorgonen und Basilisken. Gut, dass wir die Gorgone vorher getötet haben. Über Flüche und die Verfluchten. Das Lehrbuch behandelt Echinoposen und Arachesporen. Es befasst sich außerdem mit Fällen von Lykanthropie und mit der Verwandlung in eine Striege. Striege. Werwolf, Werwolfspelz. Striegenherz. Saft. Saft klingt doch gut. So harmlos. Foliant der Angst und des Schreckens. Band 2. Der Foliant bietet Informationen über Alghule, Zementauren und Verschlinger. Es behandelt Methoden des Kampfes gegen diese Ungeheuer und alchemistische Zutaten, die sich aus ihnen gewinnen lassen. So, Alghule. Die sind bestimmt prallglatt. Ja, gut. Das wär's dann zu den Büchern, die einzelnen Einträge, die wir jetzt schon im Glossar haben. Die werde ich jetzt nicht alle durchlesen, weil sonst lesen wir heute nur noch. Ich verbeide.
Die Äskulapschlange. Ich würde den Narren gern treffen, der Häutung mit Heilkunst in Verbindung gebracht hat. Ich bin müde. Warum? Wenn Sie Schlangen häuten, sind Sie danach wieder gesund oder vielleicht nicht? Warum platzt ihr so? Anschlagstafel. Suche fähigen und aufgeschlossenen Schwertkämpfer. Anfrage Kalkstein, Meister der Alchemie. Es kam zu neuen Massakern in Anderlingset. Die Raupennetzer, nur ein toter Elf ist ein guter Elf. Die Anderlinge sind alle gleich. Okay. Die Elfen sind am schlimmsten. Ich hasse diese Taugenichtse, seit meine Tochter... Shanis Haus. Hallo, Shani. Willkommen, Süßer. Trinkt eine Tasse und leistet einer alten Frau Gesellschaft. Trinken. Nehmt an Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Linksklickt während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Tipp. Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Trinkt euren Gegner unter den Tisch, doch achtet darauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Bin ich jetzt nur der säuft oder was? Das habt ihr ist kein Spaß. Was? Ihr seid ja betrunken. Gar nicht wahr. Raus! Lasst euch nie mehr hier blicken. Sag mal, du eure CB. Okay. Also so viel zu Shanis Haus. Was habt ihr denn für Probleme? Was soll ich tun? Hallo, Fremder. Na, hallo, Klatschbase. Seid gegrüßt. Ich hörte, dass Rivien von einer weisen und starken Königin regiert wird. Sie war einst eine Schönheit, jedoch wurde sie im Krieg verwundet. Jetzt ist ihr Gesicht vernarbt. Ihr seid sehr weltgewandt. Moderne Frauen das müssen sich in der Welt auskennen. Das entstellt doch aber den Körper auskennen. Nicht und kein Gesicht ist so groß was wie ein Taschentuch. Was würdet ihr gern wissen? Oder ein Kissen. Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Ja. Angeblich soll es der weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan haben. Der bin ich. Das zählt nicht. Erzählt mir von etwas anderem. Was würdet ihr gern wissen? Gibt es Neuigkeiten aus dem Anderling-Distrikt? Ich interessiere mich nicht für solche Dinge. Warum nicht? Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer ja, in der Stadt gehört? Da habe ich zu schnell abgebrochen. Angeblich soll es der weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan haben. Er mag alle Frauen. Magische Fähigkeiten hin oder her. Der Barde Rittersporn behauptet etwas anderes. Was sagt Rittersporn denn? Dass dieser Hexer kein Interesse an normalen Weibsbildern hat. Er bevorzugt Frauen, die ein Problem haben oder abnormal sind. Wie interessant. Außerdem soll er auch mit Abnormalen seine Probleme gehabt haben. Oh, ihr seid blass geworden. Seid ihr wohl auf?
Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Ja, aber sicher sind sie sicher. Zauberndes Lächeln. Das ist sehr freundlich, aber ihr habt ein Problem erwähnt. Lebt wohl. Okay. Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergenhandwerker und Elfenkünstler. Ja, das ist ja das erste Mal prinzipiell nicht unbedingt was Schlechtes. So, nichtsdestotrotz, ich brauche eine Kneipe, um... Was könnten wir? Armer Mann. Pech schwarz, was? Seid gegrüßt, werter Herr. Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Ein Schuhputzer. Ich befreie eure Stiefel vom Schlamm. Nur zwei Orens. Okay. Eure erste Reise nach Vysima? Zumindest die erste, an die ich mich erinnern kann. Kann man so sagen. Erzählt mir etwas darüber. Hier gibt es große Probleme. Die haben wegen der Pest eine Quarantäne verhängt. Eichhörnchen kämpfen gegen den Orden. Ungeheuer vermehren sich hundertfach. Und wir müssen uns mit Banditen auseinandersetzen. Wie ein Barde einst gesungen hat, ist Vysima wie ein Bordell, das in Flammen steht. Okay, was hat das mit der Pest auf sich? Erzählt mir von der Pest. Die Pest veranlasste den König, eine Quarantäne zu verhängen, die den Kaufleuten schwer zusetzt. Alt-Vysima wurde abgeriegelt. Leider werden auch die Stadtbewohner hier krank. Sie werden zusammengetrieben und in Majorans Krankenhaus geschafft. Majoran, aha, aha. Ich interessiere mich für Banditen, aber nicht die gewöhnlichen. Irgendwas ist da seltsam. Sie gehen brutal und zielstrebig vor und agieren überwiegend nachts. Ihre Ziele bleiben unklar. Überwiegend nachts, okay. Was ist das mit dem Erzählt Orden mir und mehr den Skoyatel? Von dem Orden und den Eichhörnchen. Die Skoyatel führen außerhalb der Stadt einen Guerillakrieg. Der Orden der Flammenrose trat an die Stelle der Spezialeinheiten. Der Hass auf die Anderlinge nimmt täglich zu. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass sich was Böses zusammenbraut. Okay, das heißt, Sigi tötet Eichhörnchen. Okay. Ich dachte Ungeheuer, aber okay, gut. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Es wird euch nicht schwerfallen, Arbeit zu finden. Fragt Kaufleute. Außerdem gibt es Probleme auf dem Friedhof. Friedhof, okay. Gibt es hier etwas Sehenswertes? Den Friedhof. Wir haben Kaufleute, einen Alchemisten, ein großes Krankenhaus. Ihr redet nicht wie ein Schuhputzer. Jeder hat so seine Leichen im Keller. Lasst mich eure Stiefel versorgen. Ich habe euch lang genug gelangweilt. Naja, so langweilig fand ich das jetzt nicht. Okay. Ah, Leben. Ordens, Kaufmann des Ordens, ja. Seid gegrüßt, Herr. Kann ich euch helfen? Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Herr, ich fege, heize die Öfen an, führe das Geschäft. Darf ich mich mal umsehen? Wie ihr wollt. So, das heißt, ich kann dir dieses komische Ding hier verkaufen. Schwarzpulver und Salpeter verkaufe ich mal nicht.
5000 Öre für eine Lederjacke. Minus 5%. Und was macht die? Minus sehr viel mehr. Und plus Resistenz. Okay. Ja, es ist, ich bin natürlich mal wieder pleite. Seid ihr der, von dem Siegfried gesprochen hat? Ja, aber Siegfried? Sicher doch. Sie. Der Ritter aus den Kloaken? Ihr seid es wirklich. Diese Gorgo hat uns eine ganze Weile Ärger bereitet. Ich habe gehört, es soll ein harter Kampf gewesen sein. Ja, die war jung. Und schnell erledigt. Was führt euch her? Was macht der Orden in Vizima? Wir helfen beim Kampf gegen die Pest, wahren den Frieden und kämpfen gegen Ungeheuer. Da habt ihr ja eine Menge zu tun. Nicht auch wir gegen schützen das Volk und tragen das Licht der ewigen Flammenrose. Wann seid ihr dem Orden beigetreten? Das ist schon etwas her. Mein Vater war ein Waffenschmied und ich trat in seine Fußstapfen. Na gut. Verkauft ihr mir eure Waren? Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sprecht mit meinem Lehrling. Ich bin für Schmiedeaufträge und Sonderbestellungen zuständig. Ja, dafür brauche ich aber... Extra Stahlschwert. Extra Silberschwert. Ich bräuchte dafür 3 Meteoritensteine, oder? Na gut. Moment, wenn es da Rausschmeißer gibt, wo sind wir dann da? Unglaublich. Vizima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen. Sieht so aus, als müsste ich mich um diese Idioten kümmern. Habt ihr euch verirrt? Wer lebt hier? Beantwortet eine Frage nie mit einer Gegenfrage. Warum nicht? Dann werde ich das mal anders formulieren. Ganz schön frech. Dies ist das Haus von Boxfleisch. Er sagte nichts von einem Mutanten, der zu Besuch kommt. Also verschwindet. Okay. Na, du armer Junge. Moment. Junge Dame? Ich mag Typen mit Charakter. Bestechungsgeld. Linksklick während eines Gesprächs auf Bestechung, um eine Summe zu bestimmen und versucht damit, Charaktere zu bestechen. Tipp: Charaktere reagieren unterschiedlich auf Bestechungen und mancher mag gar beleidigt sein, wenn das Bestechungsgeld zu bescheiden ausfällt. Raus! Oder ich rufe den Boss. Dumme Kuh. Sag mal, euer Haar ist weiß wie Milch. Wie kommt das? Das kommt, weil ich in den Topf voll Mehl gefallen bin. Als kleines Kind. Okay, im Abendviertel gibt es hier auch nicht das, was ich so suche. Wachlokal. Okay. Jetzt muss ich hier kurz überlegen, was will es mir sagen? Ähm,
Naja, es hat nichts mit einem Lokal, also mit einer Herberge zu tun. Oh, da ist ja noch ein Platz frei. Und, aber sie haben zumindest den Zwerg nicht rasiert. Das ist. Der Friedhof. Tote und Untote warten hinter diesem Tor. Jede Menge Arbeit für einen Hexer. Ist das so? Was darf's sein? Kiefer oder vielleicht Eiche? Eine ganze Gruft? Mal sehen, 5 Ellen breit? Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Klingt logisch. Vielleicht können wir ja Geschäfte machen. Geschäfte meinen wie? Was für Geschäfte? Eine Partnerschaft. Mit diesen Schwertern, da schlagt ihr zweifellos dann und wann ein paar Köpfe ab. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder einen abmurkst. Ihr bekommt euren Anteil am Erlös des Sarges. Ich brauche schon auch Geld. Ich finde das jetzt weder krank, noch finde ich das unsinnig. Aber okay, das scheint mir die bessere Antwort zu sein. Ich brauche etwas anderes. Was braucht ihr? Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus. Doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen. Bis dahin sage ich, lebt wohl. Na toll, ein Held. Glaubt ihr, es ist leicht, einen Toten zur letzten Ruhe zu betten? Macht, was ihr wollt. Vielleicht wird euch der Hauptmann der Wache belohnen. Kann nicht schaden, mal nachzuhaken. Was braucht ihr? Geld. Nee, lebt ich habe nichts für ihn. Warum sollte ich was für ihn haben? Ist überhaupt nicht mein Typ. Noch 2 Gräben. So. Der Hauptmann der Wache. Tempeltor. Ordensritter. Was hier alles geboten ist. Und kreucht und fleucht. Wo geht's da hin? Nach. Nirgendwo. Okay. Bewegt euch. Moment, irgendwo da hinten ist Sigi, die alte Haubitze. Hey, Sigi. Ui, die Vieh schaut. Alte Kellerassel. Geralt, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Geralt, der Hexer, der Visima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. In dem Fall geht bitte durch, Meister Geralt. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Danke, Siegfried. Warum bin ich da jetzt raus? Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen. Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten.
Jetzt wollte ich die ganze Zeit nach Hüsemer rein und jetzt bin ich aus Versehen wieder raus. Nee, ich bin nicht raus. Okay. Okay, das heißt, ich käme zum Deich, wenn ich es denn wollen würde, was ich aber nicht will. Ich suche immer noch das Gasthaus. So, Moment, mal sehen. Spieler, städtische Schmied. Kräuterkunde hin. Aha. Waffenschmied des Ordens, Lagerfeuer. Gasthaus zum haarigen Bären. Okay. Das heißt, jetzt rechts, dann nochmal rechts und dann links und dann ganz hinten links. Jetzt hier rechts. Und was ist das? Stramme Hüften. Oh, okay. Endlich eine solide Mahlzeit. Seltsameres als diese Missgeburt habe ich noch nie gesehen. Ja! Wolfsvertrag. Da sind wir doch. Eigentlich, wo wir hin wollen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Nehme ich alle. Ich bin geil. Was bist du? Glaube ich nicht. Schau an. Schwerter auf dem Rücken, weißes Haar. Seid ihr aus dem Zirkus ausgerissen? Nein, ich bin immer noch dabei. Wie ich höre, suchen die jemanden wie euch. Spitze Zunge, guter Mann. Was kann ich euch bringen? Eine Kiste, genau. So. Brief von Ritter Erik. Warum habe ich den nie gelesen? Der den Ort des Kultes der Löwenkopfspinne beschreibt. Dafür ist dieser komische Schlüssel. Ich habe den Schlüssel gefunden, weiß aber nicht, wofür der da ist. Das haben wir bereits gelesen. Okay. Goldener Diamantring, okay. Dieser komische Siegelring des Feuers. Weiß ich nicht, ob der mir noch was hilft irgendwo. So. Was haben wir jetzt da für Verträge? Der Orden der Flammenrose belohnt tapfere Kämpfer, die ertrunkene Tote ausrotten. Als Beweis dafür, dass die Ungeheuer besiegt wurden, müsst ihr 10 Zungen ertrunkener Toter bei Ritter Siegfried von Denesel im Hauptquartier des Ordens abgeliefert werden. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der ertrunkene Tote Eintrag im Bestiarium erforderlich. Hundevertrag. Ich bezahle gut für die Eliminierung streunender Hunde. Als Beweis für die Vollendung der Aufgabe sind 6
Töpfe Hundetalg abzuliefern. Ihr findet mich auf dem Friedhof der Totengräber. Das finde ich nicht so gut, diesen Vertrag. Okay. Der Al-Ghul-Vertrag. Der Al-Ghul-Vertrag, ich entlohne jeden, der mir das Mark von 3 Al-Ghulen bringt. Frisch muss es sein. Kalkstein, der Alchemist, Tempelbezirk. Den Al-Ghul-Eintrag im Bestiarium haben wir. Echniops-Vertrag. Die tapfere Person, die 3 Echniops-Wurzelstöcke beibringen kann, soll reich belohnt werden. Fragt nach dem Gärtner, der bei Prophet Majorans Krankenhaus im Tempelbezirk arbeitet. Ich glaube, den haben wir auch, den Echniops-Eintrag. Wolfsvertrag. Jean-Pierre kauft Wolfspelze. Man findet ihn beim Landungssteg in den Sümpfen. Er zahlt für 10 Pelze. Und wie viel zahlt er für 10 Pelze? Anweisungen für Erik. Erik. Die gefolterten Gotteslästerer gaben uns nur sehr allgemeine Informationen preis. Wir wissen, dass sich die Anhänger der Löwenkopfspinne in einem der Kerker in den Kloaken treffen. Leider konnten wir nicht ermitteln, in welchem genau. Einer der Kultisten hat einen Schlüssel bei, den ich beilege. Jede Wette, dass er zur Tür des Versammlungsraumes gehört. Steigt in die Kloaken hinab und versucht, den betreffenden Kerker zu finden. Möge das ewige Feuer euch den Weg im Dunkeln leuchten. Ja, möge es euch heimleuchten. Den Schlüssel habe ich, den Brief habe ich. Das heißt, wir müssten irgendwann nochmal in diese komischen Kloaken gehen. Du bist ein Hund, kein streunender Hund. Kellnerin. Da habe ich erst eine in meiner Sammlung. Das ist dezent abwertend. Okay, und da hinten wird sich gehauen. Ich glaube, wir hauen uns auch, aber wir hauen uns dann erst morgen. Weil für heute ist die Zeit schon wieder rum. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn nicht wirklich Action war. Aber es gehört dazu, wir haben Büsumir ein bisschen erkundet. Das ist ja auch was. In diesem Sinne, macht es gut. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.